Ja, halb so alt, sagst du gerade. Das ist schon ordentlich, 25 und 50. Ist dann so jemand wie der Marian einer, der sich denkt, ja, gegen, ich sag's mal ganz salopp, gegen einen 50-Jährigen muss ich doch gewinnen? Das musst du ihn gleich fragen. Das weiß ich nicht. Glaube ich aber nicht. Ich finde das, was Vater Leiber da abliefert, schlicht und ergreifend unfassbar gut. Jetzt sind sie beide unsicher. Jetzt sind sie ja, beide jetzt wissen unsicher. Sie nicht, ja, weil sie nicht mit dem Reifen da aus der Fassung schwingen. Rausrutschen wollen. Oh, und Rainer Leiber ist echt unglaublich. Jetzt hat Rainer Leiber das. Und guck mal, jetzt kommen die sich da fast in die Quere. Und Wahnsinn, das ist jetzt das ist gleich auf. Ah, das ist eine schöne Geste an dieser Stelle von Marian, dass er ihm da hilft und das guckt. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, weil jetzt, glaube ich, geht Marian übrigens ein bisschen weg. Ja, ja, ist da auch höher an den Stangen, das weil, ist auch immer ein bisschen mehr Sicherheit. Leiber. Pass auf, und jetzt 50. ist der Moment, und jetzt ist der Moment, wo alle mal in sich gehen sollten, die auch via Social Media immer über den meckern. Er ist laut, er ist anstrengend. Man mag da manchmal denken, was ist denn mit dem los? Aber guckt euch alle diese Leistung an hier in dieser Königsdisziplin des Ninjasports bei den Allstars. Der Typ ist wirklich eine Wucht. Jetzt ist er aber auch im Wasser. Trotzdem, gut, dass wir damit vorher fertig geworden sind. Das war wirklich wieder eine klasse Leistung. Aber was war's? Also der hatte da noch Körner. Oh, ist der da irgendwo gegengeknallt? Eieiei. Hat einen Cut. Wo ist der Cut passiert? Das werden wir sehen, weil das am Ring. Marian geht da noch durch. Macht den Parcours, könnte ich mir vorstellen, noch fertig. Aber Rainer hatte noch Körner, also das war was ich glaub, anderes. Ich glaube, der ist mit der Wange da oben gegen die Wippe geknallt. Kann das sein? Nein, 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 der war noch in die Stange. Der ist schon an der Stange reingeflogen. Ja, oder an die Stange geknallt, wo auch immer. Aber der ist irgendwo gegengehauen.